Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Online-Tutorial. Mein Name ist Fabian Biermeier. In unserem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr bei unserem Touch-Terminal ein Traktor-ECU-Profil erstellt. Heute zeige ich euch, wie ihr eine virtuelle ECU anlegt. Wenn wir eine virtuelle ECU anlegen möchten, gehen wir im ersten Schritt auf das Symbol für die VECU. Und dann auf den Punkt Einstellungen. In den Einstellungen finden wir alle bereits angelegten VECU-Profile. Um eine neue VECU anzulegen, gehen wir auf das Symbol Neue ECU hinzufügen rechts im Bild. Im ersten Schritt müssen wir dem Profil einen Namen geben. In unserem Beispiel wollen wir einen Grubber anlegen. Nun gelangen wir in die Einstellungen der VECU. Unter dem Punkt externen Bordrechner können verschiedene Bordrechner ausgewählt werden, die mit dem Terminal über ASD oder LA5000 Protokoll verbunden werden können. Da wir in unserem Beispiel keinen externen Bordrechner verwenden, lassen wir dieses Feld leer. Mit dem Punkt Gerätetyp legen wir fest, welche Art von Gerät wir verwenden. Der Kupplungstyp sagt uns, wie das Gerät mit dem Schlepper verbunden werden soll. In unserem Beispiel lassen wir diesen auf unbekannt. Unter dem Punkt Maschinenmodell wird festgelegt, ob unsere Maschine gezogen oder angebaut ist. Anschließend können wir noch die Arbeitsbreite einstellen. Unter den zwei folgenden Punkten können die Anzahl und die Breite der Teilbreiten eingestellt werden. Da wir ein Bodenbearbeitungsgerät ausgewählt haben, können wir diese Einstellungen nicht ändern. Im letzten Schritt müssen wir nur noch die Geometrie der Maschine eingeben. Hierfür gehen wir auf das Symbol oben rechts im Bildschirm. Der Punkt A gibt den Abstand zwischen dem Koppelpunkt und dem Arbeitspunkt der Maschine an. Mit dem Punkt D kann ein Maschinenversatz eingegeben werden, wie zum Beispiel bei einem Mähwerk. Sind alle Parameter korrekt eingegeben, klicken wir zweimal oben auf den Zurückpfeil, bis wir wieder in der Auswahlmenü sind und aktivieren das angelegte Profil mit dem Startbutton oben rechts im Bild. Anschließend ist die Maschine mit einem grünen Punkt markiert und kann nun verwendet werden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, empfehlt uns weiter und wir sehen uns im nächsten Online-Tutorial.